Bagger, große Baumaschinen, Baustellengeräusche und das gekonnte Arbeiten mit den Händen bestaunen wir schon als Kinder. Für manche von uns wird es später dann sogar der Traumberuf. Also ich bin eigentlich mit dem Beruf schon aufgewachsen. Mein Vater ist selbstständig im Tiefbau. Der hat seit 30 Jahren eine Firma, ist im Moment alleine auch, arbeitet für eine andere Firma als Subunternehmen. Und ja, ich habe halt eben gedacht, ich mache dann in einer größeren Firma die Ausbildung und vielleicht dann später, wenn ich mal einen Meister gemacht habe, dass ich dann die Firma vielleicht auch mal übernehme oder so. Auch Yannicks Freund und Kollege Finn weiß die Vielseitigkeit im Straßenbau zu schätzen und hat auch klare Lieblingsbereiche. So Kanal oder mit großen Maschinen, sowas mache ich gerne, sowas begeistert mich auch. So Pflasterarbeiten, Kleinigkeiten, das ist halt nicht eher so meins, sondern eher so große Baustellen und was vielfältig ist. Schauen wir gemeinsam mit Uwe Schmidt von der Sicht der heutigen Azubis zurück zu den Anfängen des Unternehmens. Eine stetige Weiterentwicklung über viele Jahre. Das Unternehmen ist 1967 gegründet worden, kommt aus einem Fuhrunternehmen heraus, was die drei Gründer, die man hier sieht, gegründet haben. Ja, man war als kleines Kind, ich bin 66 geboren, schon mit 5 Jahren, jeden Samstag hier unten mit im Unternehmen, haben hier immer mitgearbeitet samstags oder als Kind war es sehr interessant, hier immer zu sein, zu gucken bei den Maschinen und LKWs und dann ist das Unternehmen relativ schnell gewachsen. 73, 75 hatten wir bis zu 400 Mitarbeitern und dann kam der Baukonjunktur ein bisschen Rückgang und dort hat man dann reduziert auf 300 Mitarbeiter und mittlerweile sind wir bei 250 Mitarbeiter, ist aber geschuldet durch die ganze Modernisierung und kleinere Maschinen und digitale Technik, dass man weniger Mitarbeiter braucht für das Ganze heute. Vorstandskollege Thomas Pilawa weiß um die Faszination Straßenbauerhandwerk. Wir machen als Tiefbauunternehmen eigentlich fast immer nur Unikate. Also es gibt das, was gebaut wird, was hergestellt wird, nur einmal. Und das ist die vielleicht interessanteste Aufgabe, an vielen Orten und Stellen ein Unikat herzustellen. Und ich denke, vorher sieht man sowas in der Planung, man bereitet sich vor und im Endergebnis gibt es das Bauwerk, was man besichtigen kann. Genau das ist es eben, was junge Leute mit Tatendrang reizt. Das Ergebnis und die Freude der Kunden. Wie schaut denn Azubi Finn in die Zukunft? Ich denke bei Gebrüder Schmidt immer noch und dann eventuell entweder noch als Facharbeiter oder halt dann vielleicht weitergebildet auf Maschinen oder auf dem LKW. Vielseitigkeit und modernes Arbeiten mit neuester Technik bringt immer mehr junge Menschen zum Handwerk. Am Ende des Tages hat man das mit durch harte Arbeit erlangte Ergebnis vor sich. Ich hoffe, dass ich für 22, 23 genug Auszubildende hier bewerben, die wir gut einsetzen könnten. Also der Ausbildungsberuf ist sehr attraktiv, muss ich sagen.